Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Geplant war heute eigentlich ein Stream oder an den letzten drei Tagen ein Stream, aber ich bin immer noch erkältet wie Sau und muss mich übelst anstrengen, nicht zu schnupfen und nicht zu husten. Und das ist bei dem Stream einfach nicht möglich. Ich gucke jetzt, dass ich das über die 20 Minuten oder so richtig gut hinbekomme. Ich kann mich halt mal kurz muten. So wie jetzt. Und ich habe wieder sehr viel Neues am Start. Heute haben wir wieder ein Feuerwerk, da werde ich auf jeden Fall wieder aktiv bei Isabel vorbeischauen. Und hier sind die Sachen, die ich offscreen wieder gefangen habe. Wir haben zum einen einen Rochen, den gibt es seit August. Dann haben wir die Bergzikade, die Riesenmuschel, die gibt es das ganze Jahr über. Und das einzigste andere Meerestier, was es sonst noch gibt, ist der Plattwurm oder wie Strudelwurm. Strudelwurm heißt er. Und ich, Idiot, habe meinen Kescher verschenkt. Wow. Läuft es nicht perfekt? Ja, ich habe den Vogelflügler gesehen. Zudem haben wir neues Zeug bekommen. Unter anderem auch von Fairy. Danke dafür. Ich habe endlich das DIY gefunden. Grüße aus Dreamland. Nehmen wir mit. Ist es etwa das Schild? Bonus-DIY für den Strand. Oh, der Strand wird noch episch. Und wir haben 84.874 Punkte. Ja, kann man sich geben. Ist noch nicht genug. Vor allem oben sieht noch richtig scheußlich aus. So, dann war ich gestern noch bei KK am Start. Und das Holzschild. Oh mein Gott, das brauchen wir. Und da brauchen wir auf jeden Fall noch Designs. Cool wäre es, wenn ihr mir auch irgendwie eine Flagge machen könntet oder so. Also wenn ihr richtig motiviert seid. Oh, eine Muschellampe. Sieht die geil aus? Ich weiß nicht. Wie sieht die aus? Die sieht richtig cool aus. Ja, wenn wir mal einen Strandabteil machen, dann kommt die auf jeden Fall dazu. Das hier ist auf jeden Fall wichtiger. Erstmal für den Anfang. Oder bei Marianne könnten wir das irgendwie davor machen. Aber ich spare gerade die Riesenmuscheln für die Dingeskillings. Ich habe zudem ein paar meiner Dinger hier verschenkt, offscreen. An Yannick, da hatte ich Zeit dafür die letzten paar Tage. Ich wurde auf Corona getestet, ist absolut ekelhaft. Ihr bekommt einfach so eine Art Wattestäbchen durch die Nase in den Rachen reingestopft. Es ist so ekelhaft, ich will nicht darüber reden. Es hat was von einer Misshandlung. Naja. Muss halt auch gemacht werden. Zur Sicherheit. Nicht nur von mir, sondern auch von einer Person. So hört sich das an, wenn ich huste. Habt ihr was gehört? Nein? Ich kann mich richtig schnell muten. Ihr hört wahrscheinlich nur das Mausklicken. Also denke ich auf jeden Fall mal. So. Stift mir was. Zudem war Rainer wieder da und wir haben ein neues Gemälde. Ich glaube, das ist Lichtgemälde. Aber stiften wir jetzt erstmal das ganze Zeug. Das muss jetzt endlich mal weg. Oh mein Gott. Wir haben jetzt alle Insekten den Monat. Wir haben alle Meerestiere, alle Fische, bis auf den Flösselhecht. Aber ansonsten haben wir alles, was man fangen kann. Oh mein Gott. Die Riesenmuschel kostet übrigens 60.000. Zum Glück muss man die nur einmal stiften. Sonst wäre das richtig bitter. So, ich wollte euch jetzt noch kurz das Lichtgemälde zeigen. Das könnte wieder ein bisschen dauern. Lala. Ich glaube, das ist das hier. Jo, tatsächlich. Ja, das gucken wir uns mal dann separat an, was da steht. Ja. Das gibt's nur in originaler Form. Ich glaube, ich hätte nochmal eine verfluchte Statue bekommen können, aber das Lichtgemälde war mir dann doch wertvoller. Vor allem, weil Rainer so selten da ist. Gut. Was gibt's sonst noch Neues? Es gibt eigentlich gar nicht so viel Neues. Ein paar Kleinigkeiten. Ich habe noch Designs bekommen von Tina. Wir können wieder mehr umdesignen. Und, ah ne, von Sina. Von Sina bekommt man die Designs, nicht von Tina. Das ist, glaube ich, wieder eine Wanderschrecke, oder? Ich weiß nicht. Und? Warte, was wollte ich da jetzt noch?
Ah, genau. Ich habe nochmal einen versteckten Song. Den hört ihr jetzt hier. Der heißt Am Steuer. Den könnt ihr euch einfach ziehen bei KK. Unter besondere Wünsche. Ich finde ihn richtig cool. Er chillt schon. Ich glaube, der passt perfekt für den Platz hier. So, Jule, willst du ausziehen oder warum guckst du so auf den Boden? Och Mann, schade. Rainer verkauft erst am Abend sein Zeug. Und ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen weiter mit dem Terraforming. Singst du? Oder singst du nicht? Ich glaube, sie singt. Ich weiß es nicht, sie verwirrt mich gerade übelst. Sie danced einfach auf der Stelle, das ist übelst strange. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Muschelbrunnen. Also Riesenmuscheln brauchen wir für den Muschelbrunnen, so. Und die Flaschenpost können wir auch gerade noch mitnehmen. Und ich würde gerne ein paar Schilder machen. Einfach, dass wir die nachher nur noch umdesignen müssen. Oh, ich habe das Umzugskisten-Set S noch nicht. Lol. Ja, aber es ist halt bitter, dass mich in letzter Zeit jetzt, gerade nach meinem Urlaub, eine Sommergrippe getroffen hat. Wahrscheinlich ist es wegen dem Klimawechsel so gewesen. Und, keine Ahnung, der Druckunterschied im Flugzeug und so und alles zusammen hat irgendwie so mitgespielt. Oder zusammengespielt gegen mich. Dass ich mich jetzt erkältet habe. Weil ich hätte echt viel Pläne jetzt an dem Wochenende. Eigentlich schade. Wir kriegen richtig viel Holz, das ist gut. Also normales Holz, kein Hartholz, nichts anderes. Wunderbar. Ich glaube, im nächsten Stream holen wir uns dann auch die Goldaxt. Das könnte ein bisschen dauern. Anscheinend eine Stunde oder so. Aber wir haben ja schon mal ein paar Äxte kaputt gemacht. Ich mache ja auch immer die billigste. Viele machen es einfach so, die holen sich eine Axt und klopfen dann die ganze Zeit gegen einen Baum. Macht eigentlich keinen Sinn, aber ja gut. Ich meine, 100 Äxte kaputt zu machen ist auch schon ein bisschen übertrieben. Es dauert ja schon ewig, bis du 100 Fische gefangen hast. Da musst du das Spiel halt wie blöd suchten. So. Wir haben zudem hier ein paar Mails. Am 22. August ist Insektikus-Turnier. Yannick hat hier hingeschrieben. Ganz cool hier. Und könnt ihr euch noch an die Inderin erinnern aus dem Stream? Die hat hier einfach eine Message hinterlassen. I speak English, not German. I do not understand you people. TT. Sympathisch. Die wollte, dass wir auf Englisch oder Französisch den Stream halten. Leider kann ich keins von beidem. Ja. Traurig eigentlich. Soll sie doch Englisch, Deutsch lernen. Lül. Obwohl, theoretisch könnte man die Reichweite von dem Kanal noch erheben, wenn ich auf Englisch machen würde, aber nee, lassen wir das mal. Nein, das ist absurd. Das wäre ja klickgeil hoch x-tausend, oh mein Gott. Eine Kerze, wie sieht die aus? Hatten wir schon mal eine Kerze? Oh mein Gott, die sieht richtig kacke aus. Ich brauche noch eine Riesenmuschel. Also ich habe den scheiß Flösselhecht immer noch nicht. Manche sagen im Teich, manche sagen im Fluss. Wo ist er denn jetzt? Das ist das Problem. Dieser verdammte Fisch regt mich jetzt schon seit einem Monat auf oder so. Und ich angel wie blöd und finde ihn einfach nicht. Es gibt Asphalt für die Ding, für die Switch. Lül. Also ich habe es gerade oben gesehen bei Lugi. Und was auch ein guter Tipp ist, werde ich auch umsetzen offscreen. Hier so Designs benutzen, damit hier kein Unkraut mehr wächst. Finde ich richtig gut. Also die Idee an sich finde ich richtig gut. Und ich hätte hier schon gern Unkraut. Aber halt nicht so viel.
So vereinzelt finde ich es sogar noch schön. Aber hier oben wäre es jetzt zum Beispiel wieder zu viel. Da können wir uns so lassen. Gleiches hier hinten. Einfach hier so punktuell ein bisschen rausnehmen. So. Das sieht jetzt schon wieder viel besser aus. So, da war wieder ein Huster. Oh Gott, jetzt kommt noch ein Stolzer. So. Oh Gott, es ist heute eine spezielle Folge, ein spezieller Part. Reden wir nicht drüber. Was ist unser Special Guest heute? Gulliver ist es nicht. Gibt's heute echt nur das Feuerwerk? Da gibt's ja am Wochenende gar keine Special Guests mehr. Das ist ja richtig kacke. Dörte ist wieder hart am Flexen. Und wir müssen uns echt überlegen, wie wir die Häuser legen. Weil wir haben noch zwei Häuser, die hier in das Wohngebiet rein müssen. Einmal dieses Pferd und ein anderes Mal Jule. Und wir haben tatsächlich nicht so viel Platz. Die Frage ist, kommt jetzt hier Jule hin oder das Pferd? Pass auf, wir machen jetzt hier Jule hin oder das Pferd. Dann machen wir hier oben jemand anderen hin. Manche haben gesagt so, yo, da könnte doch dein Haus hin. Finde ich auch eine geile Idee, neben Sascha zu wohnen. Aber ich wollte hier einfach so ein, die ganzen Dorfbewohner auf einem Fleck haben. Und ich wollte selber irgendwo separat wohnen. Da kann man sicher dann noch irgendwas rausschmücken oder so. Dann hätten wir auf jeden Fall alle Bewohner auf einem Fleck untergebracht. Wisst ihr, wie ich meine? Und die Ideen, die ihr mir auch in die Kommentare geschrieben habt. Ist eine Riesenzirkade? Nö. Die werden natürlich umgesetzt. Zum Beispiel, was neben Kukongs Haus kommt, etc. Oder sonst noch was. So, was gibt's hier? Eine Punching... Lol. Eine Maisbirne. Aha, ja. Und ich würde gern Hamids Trainingsgebiet ein bisschen ausschmücken und vielleicht noch einen Kassettenrekord. Ah ne, das ist ein Reiskocher. Was? Das sieht aus wie ein Kassettenrekorder. Wie kann das ein Reiskocher sein? Holy shit, was raucht ihr? Oh mein Gott, ein Backofen. Den nehme ich natürlich auch mit. Ein Gasherd, lü. Was findet ihr eigentlich besser? Gas oder Induktion? Also ich finde tatsächlich Induktion ein bisschen besser. Meine Freundin feiert Gas übelst. Weil die Hitze halt sofort da ist und es sich nicht aufwärmen muss. Keine Ahnung. Das Problem ist halt so ein Gasherd. Ich stelle mir das halt schwerer zum Putzen vor. Also wenn mal was daneben geht bei dem Gasherd, dann ist es halt richtig kacke zu putzen. Naja. Schreibt es in die Kommentare. Ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, was nicht jeden anspricht, aber mich aktuell ziemlich beschäftigt. Oh Mann, ich verscheuche alles. So, super, wir haben wieder volles Inventar. Da ist eine Quelljungfer, die fange ich auf jeden Fall, weil die richtig viel Asche bringt und sie ist weg. Wunderbar. Ah ne, da ist sie. Reaktion ist auf jeden Fall bei 80.000. Und hier kommt noch ein Marktplatz, das wird auch super. Aber jetzt lass erstmal ein Schild craften. Ich möchte nämlich so ein Willkommensschild, wo man so die Insel im Überblick hat. Und vielleicht noch ein anderes Schild oben im Campingplatz, wo so die einzelnen Blumenarten so erklärt werden. Und vielleicht noch so ein Schild für die Shoppingmeile. Also so, wir übertreiben vielleicht ein bisschen mit Schildern, aber es wird super. Ein Schild fürs Wohngebiet. Ja doch, es wird super. Ich frage mich, warum auf dem Schild standardmäßig so ein Hund drauf ist, der hinkackt. Ich meine, es gibt Hundebewohner. Kacken die dann einfach vor das Schild? Oder wie sieht das aus? Was läuft hier? Oder hier irgendwie? Ah, warte mal. Nein. So.
Oder ist es einfach so ein Hundeschild? Es wird auf jeden Fall... Ist es eine Katze? Ah, das ist eine Katze. Lol. Ja, okay. Dann machen wir hier auf jeden Fall ein Schild. Vielleicht hier? Oh mein Gott, wir werden so viel Schilder einsetzen. Wir werden alles mit Schildern zuspammen. Wie blöd. Da brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Schneiderei-Logo. Das wird super. Oh mein Gott. Ich muss mich mal offscreen an Designsuche dran setzen. Ansonsten könnt ihr die auch gerne über Discord teilen. Link ist in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ansonsten schreibe ich es einfach in die Kommentare. So, die Maisbirne. Kommt hier hin. Das wird so langsam ziemlich voll, kann das sein? Ja, wow. Keine Ahnung. Setzen wir neben Kokons Haus Jules Haus. Oder das Haus von dem Pferd. Ich weiß nicht, wie das Pferd drauf ist. Es ist auf jeden Fall ein neuer Bewohner, den es erst seit dem Teil gibt. Ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß nicht mal, wie das Pferd heißt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es ist so unrelevant. So. Ändern wir die Position von dem Wohnhaus. Von Andrea heißt sie. Nee, die ist mir zu unsympathisch. Ganz ehrlich, da finde ich Jule sogar sympathischer. Ja, aber dann besteht die Chance, dass das Ding, dass da schon ein coolerer Bewohner demnächst reinkommt. Mal schauen. Was hatten die überhaupt für eine Catchphrase? Türlich? Und tada, warum? Obwohl, so schlecht sieht sie gar nicht aus als Charakter. Zum Glück müssen wir nicht mehr so viele Häuser verschieben. Und Jule wird dann ersetzt durch Fido oder so. Da müssen wir da am Haus auch nichts mehr machen. Und haben alle Charaktere, die wir eigentlich wollen. Oder die meisten auf jeden Fall. Wir brauchen demnächst mal ein neues Stadtlogo. Fällt mir auf. Ein detaillierteres irgendwie. Oh mein Gott. Ja, ist gut, dass ich heute noch nicht gestreamt habe. Sheesh. Ich schwitze, wenn ich aufnehme. Okay. Oh lol. Das hatte ich noch nie. Also ich bin noch richtig am Arsch. Ich hoffe, ihr habt echt Verständnis, ohne Witz. Ah ne, warte mal. Muss der weiter vor? Stand der vorher auf dem Weg? Also stand das Haus vorher auf dem Weg? Lol. Ja, das passt so. Ich finde es okay. Warum auch nicht? Das passt auch gut vom Boden, finde ich. Ja, doch, kann man sich geben. Ich würde dann hier gerne noch so Straßenlaternen hinsetzen, in so manuellen Abständen, oder in so normalen Abständen halt. Da mal gucken, die kleine Brücke. Dort vorne wird noch abgerissen, da kommt noch was Besseres hin. Also warte, ich muss kurz dorthin laufen. Die erste platzierte Brücke. Wisst ihr, welche ich meine? Die Holzstammbrücke oder was auch immer. Die hier. Die wird noch abgerissen. Andererseits könnte man hier noch so einen Naturpark machen oder so. Mit so einer Chill-Area, mit so einem kleinen See, wo man angeln kann. Oh mein Gott, das wäre noch richtig krass. Ja, komm, das machen wir hier. Ich meine, warum nicht? Dann haben wir hier noch extrem viel Platz, wo wir uns verwirklichen können. Das wird super. Oh mein Gott. Dann haben wir es auch viel leichter, Teichfische zu fangen. Da brauchen wir auch nirgendwo anders so kleine Tümpel oder so. Dann haben wir einen großen Teich und das ist dann
gut so. Lül. Ne, die Idee gefällt mir. Oh mein Gott. Da haben wir auch ein bisschen Naturelles drin. Ansonsten könnt ihr gerne auch ein bisschen was vorschlagen. Ist ja alles hier ein Community-Projekt. So, der Part geht trotzdem 15 Minuten. Ich habe doch einen Kescher. Tupfenkleid. Lül. Ich habe locker 10.000 Sternis verjagt. Ja, die Insel ist nicht trotzdem ein Community-Projekt und eben, wenn ihr unseren Salat zugeben wollt, einfach in die Kommentare schreiben. So, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ah, den Herd platzieren, genau. Und der Strand, das würde ich tatsächlich sagen, das kommt am Schluss, weil der Strand muss auf die Insel abgestimmt sein, finde ich. Aber wir haben schon gute Vorlagen jetzt bekommen, auch durch Ferry. Unter anderem. Oder... Ja, hat sie uns nicht sogar das Eis geschenkt? Ja, ich muss mal gucken. Schade, dass das Ding nicht in Rot ist. Also der Gasherd. Aber schwarz passt auch noch. Ja, wir haben halt so eine rot-schwarze Küche. Das ist super. Das wird besser. Es macht sich so langsam. Es wäre absolut dämlich, so wie es jetzt aktuell aufgebaut ist. Weil wer zur Hölle stellt einen Herd neben einen Kühlschrank? Es macht energetisch keinen Sinn. Keine Ahnung, wir brauchen da so eine Ablagefläche. Gibt es da so Ablageflächen? Ich weiß nicht. Wo man da dazwischen stellen kann. Oder irgend so Tische. Mal gucken. Oh je, also hier haben wir noch eine riesengroße Baustelle. Analysieren wir auf jeden Fall noch die Fossilien kurz. Und gucken, wie es hier noch weitergeht. Ja, der Raum gefällt mir auch nicht mehr so. Also, wir haben drei richtig grottige Räume. Ich glaube, das Einzige, was mir gut gefällt bisher, ist das Badezimmer. Alles andere hat noch so viel Überarbeitung nötig. Und wir haben trotzdem 84.000 Punkte. Warum? Einfach nur warum. So. Können wir eigentlich uns von Isabel jetzt noch bewerten lassen? Aua, wir können auch Motive dazugeben. Okay, komm. Wie kann ich hier behilflich sein? Feuerwerkdesign. Oh, lü. Es gibt Feuerwerkdesigns. Ja, aber macht absolut keinen Sinn aktuell. Also da muss man speziell was erstellen für. Und da habe ich noch nichts. Oh Mann. Wie viele Designs kann man eigentlich speichern? Das habe ich nie so ganz geblickt. Ich habe immer Angst, dass es irgendwann halt voll ist und das war es dann halt. Du kannst halt nicht mehr Designs zu dir nehmen. Weil die Designs haben alle schon ziemlich viel Potenzial, die ich in meinem Inventar habe, finde ich. Also finde ich auf jeden Fall. Lol, da oben ist noch ein Fossil. Egal. Ja, mal gucken. So. Nimm meine Fossilien und hoffentlich ist das letzte jetzt dabei. Bitte. Lass es endlich enden. Oh Mann. Okay, dann halt nicht. Naja, ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Es ist heute ein ungewöhnlicher Part, weil ich absolut verstupft bin und ab und zu husten musste und ab und zu gemutet war und ab und zu schneuzen musste. Es tut mir echt leid, aber ich hatte jetzt echt ein schlechtes Gewissen und ich musste das ein bisschen bereinigen. Weil ich euch einen Stream am Wochenende versprochen habe. Also ich hätte 3 Tage durchstreamen können, wie blöd. Aber ich hatte jetzt halt echt die Grippe und die hat mich halt echt total aus dem Leben rausgeholt. Und keine Ahnung, ich habe aktuell Zeit für Zeug, für das ich sonst keine Zeit habe. Es ist irgendwie... Uff. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich fange jetzt noch kurz den Reifen. Tschüss und bis bald. Das war wieder so nötig, ohne Witz.